Ich möchte einfach noch wissen, was ist konkret, welches Delikt könnte Sie sich für einen Korpskommandant vorstellen, was noch in Ordnung ist? Ist das Fahren in angetrunkenem Zustand oder ist das eine Beschimpfung oder ist das vielleicht mal ein Anfeigen oder ist das vielleicht eine Putzfrau schwarz angestellt hat? Wo ist bei Ihnen die Grenze? Also wenn das stimmt, was heute in der Sonntagszeitung war, dann hat er die Grenzen überschritten. Auch ein Polizeikommandant ist einmal mit 1,9 verwünscht worden. Auch ein Regierungsrat hat hin und wieder etwas gemacht. Also ich glaube, man sollte nicht, Entschuldigung, päpstlicher sein als der Papst. Aber wieso hat man denn zum Beispiel bei einem Regierungsrat nicht so reagiert, auch von Seiten der Medien? Darf ich es doch noch sagen? Wir haben beispielsweise im Departement vom Bundesrat Leuenberger einen lieben Kollegen hier aus der Gegend als absoluten Chefbeamten, der vorgestraft ist. Also beim Raymond Kron ist das für mich völlig akzeptierbar, dass der in Bern weiterhin seinen guten Job macht, auch wenn er vorgestraft ist.